Hallo Leute, willkommen zum letzten Video zum Thema Wetter. So, hier haben wir die Tabelle zur Wetterbeobachtung vor uns. Und zwar gehe ich mal von oben nach unten. Ganz oben schreibt ihr natürlich erstmal euren Namen hin. Ja. Und hier oben im Wochentag habe ich freigelassen, weil ihr sollt an 5 Tagen, natürlich die hintereinander folgen, das ist ja ganz klar. Solltet das Wetter beobachten, und aber ich habe euch freigelassen, wann ihr damit beginnt. Ja, ihr könnt am Dienstag damit starten oder am Samstag. Wichtig ist, dass ihr hier dann auch das Datum hinschreibt. So, als Beispiel, ich möchte morgen am 12. starten. Und das schreibe ich mal hier gleich rein. Dienstag ist der 12.05.2020. Okay. So, wenn ich damit starte, muss ich auch wirklich sicher gehen, dass ich die nächsten 4 Tage das weiter beobachten kann. Und in der Spalte Wetter geht es darum, zu beobachten, wie das Wetter aussieht. Ist es windig, ist es bewölkt und so weiter. Und dafür habt ihr hier unten kleine Symbole, die dann da reingemalt werden sollen. Ja, aber das Wetter kann sich natürlich auch innerhalb eines Tages sehr verändern, und deshalb möchte ich, dass ihr immer an 2 Punkten am Tag das Wetter misst. So. Und dafür sucht ihr euch 2 Messpunkte aus. Das könnt ihr ja so machen, wie ihr es am ersten Tag dann macht. Und diese Zeitpunkte schreibt ihr euch oben rüber. So, der erste Zeitpunkt ist, sagen wir mal, stehe morgens auf und kann dann gleich mir das Wetter genauer anschauen, also 8 Uhr. So, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, wie ich es machen würde. Und mein zweiter Zeitpunkt ist am gleichen Tag um 15 Uhr. So. Das macht ihr bitte, wie ihr das möchtet, aber dann müsst ihr das auch wirklich durchhalten. So, und dann mache ich nämlich am ersten Zeitpunkt um 8 Uhr. Sagen wir mal, da ist es dann morgen eher heiter. Also male ich mir hier dann dieses Symbol hin. So, sieht jetzt natürlich mit dem Programm etwas schlecht aus. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und zu einem späteren Zeitpunkt hat sich das vielleicht verändert und dann ist es nur noch wolkig. Okay, und davor schreibt ihr dann einfach immer erstens und zweitens. Das bedeutet, kann jeder sehen, aha, das ist der erste Zeitpunkt oder der zweite Zeitpunkt. Okay, und hier könnt ihr natürlich auch noch Anmerkungen hinschreiben, es war sehr windig. Oder was weiß ich, könnt euch noch eigene Elemente ausdenken, ja. Hauptsache, man kann es dann später noch erkennen. Und bei der Temperatur wird dann auch an 2 Zeitpunkten gemessen. Erstens und zweitens. Da könnt ihr selber ein eigenes Thermometer benutzen. Ja, achtet bloß darauf, dass es draußen liegt natürlich. Und auch mindestens 10 Minuten draußen liegt, dass die Temperatur stimmt. Und da wäre es auch interessant, wenn ihr das dann auch mit dem offiziellen Wetterbericht vergleicht. Ja, das kann man einfach über Google machen. Jetzt mal ein Wetter Spandau. Ja, also hier kriegt man sofort eine Anzeige oder über wetter.com. Da kann man das dann auch über mehrere Tage vergleichen und auch über die Uhrzeiten. Ja, also da ist es vielleicht auch interessant, was bei euch zu Hause gemessen wird und was, ja, was die offiziellen Nachrichten sagen. So, also da gibt es dann auch 2 Zeitpunkte, wo gemessen wird. Genau, das ist eure langfristige Aufgabe. Und ich komme nochmal schnell zurück zum Arbeitsblatt, sonst schaffen wir das gar nicht. So, als dritte Aufgabe schreibt einen Wetterbericht zu euren Wetterbeobachtungen. Da könnt ihr euch auch an Nachrichten orientieren, bin ich sehr gespannt. Und bei viertens schaut ihr euch bitte genauer diese kleine Karte an. Und welche Elemente gibt es da in der Wetterkarte und in welchem Monat könnte das erschienen sein? Ja, ich bin sehr gespannt. Bis bald, liebe Leute.